Glaubst du an Zufälle? Klingt nach einer komischen Frage, oder? Ich habe mir bisher auch noch nie viele Gedanken darüber gemacht. Vielleicht sollte ich dir das erklären. Seit gestern ist es ein Jahr her, dass meine Tochter verschwunden ist. Es gab nie eine Lösegeldforderung, es wurden keine sterblichen Überreste gefunden und kein einziger Beweis, der die üblichen Theorien über ein Verbrechen oder eine Entführung stützt. Abgesehen von ihrer Abwesenheit selbst, schien die ganze Situation verrückterweise sauber zu sein. Mit nur 14 Jahren war sie spurlos verschwunden. Ihr Name war Emily. Ich kann das gefürchtete Wahr jetzt getrost aussprechen. Es ist ein bitterer Umstand, der uns alle viel gekostet hat. Als Emily verschwand, ließ sie mich, ihren Vater, und ihren älteren Bruder Joseph in einem Zustand ständiger Angst zurück. Die Vorhölle einer monströsen Ungewissheit. Jeder Anruf war wie eine Nadel, die uns in die Haut gestochen wurde, und jede Nachrichtensendung über das arme Mädchen, das immer noch vermisst wird, fühlte sich an, als würde man uns kochendes Wasser in die Kehle schütten. Nichts zu wissen, das ist die wahre Folter. Bis gestern habe ich das wirklich geglaubt. Bis gestern, als ich eine E-Mail von einer unbekannten Quelle erhielt. Eine E-Mail, in der behauptet wurde, die Wahrheit darüber zu wissen, was mit Emily an diesem schrecklichen Tag passiert ist. Der folgende Text ist der Inhalt dieser E-Mail. Von imsosorry1234@gmail.com mit dem Betreff eine Entschuldigung für meine Taten. Hallo Mr. Stanfield. Ich werde Ihnen meinen Namen nicht sagen. Das ist im Moment nicht wichtig. Wichtig ist, was ich getan habe und wie sehr ich es bedauere, es getan zu haben. Ich werde mich kurz fassen und ehrlich sein. Emily ist tot und ich habe sie getötet. Ich würde Ihnen gerne sagen, dass es schnell und barmherzig war, aber das war es nicht. Sie ist langsam und grausam gestorben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine anfängliche Freude über diese Tatsache Ihnen als Trost dienen wird. Ich habe Emily sehr lange geliebt, auf eine Art und Weise, die Sie vielleicht als unangemessen bezeichnen würden. Das Schwierigste war zu wissen, dass sie mich nie zurücklieben konnte, zumindest nicht so, wie ich sie liebte. Aber das lag nicht daran, dass ich es nicht versucht hätte. Ich hatte es schon früher versucht, eigentlich nur dumme Versuche, aber sie war nie empfänglich für meine Zuneigung. Sie hat sich vor mir geekelt und das hat mich klein und wütend gemacht. Allerdings kann ich dankbar sein, dass sie ihnen nie etwas davon erzählt hat. Ich schätze, es wäre ihr furchtbar peinlich gewesen, wenn sie es gewusst hätten. Nicht, dass es jetzt etwas ausmachen würde. Wissen Sie, wie schwer es ist, mit Fantasien umzugehen, Mr. Stanfield? Ich habe so hässliche Träume über Emily gehabt und ich weiß, dass sie hässlich sind, aber ich finde sie trotzdem so aufregend. Ich habe mich im letzten Jahr oft gefragt, ob es die Hässlichkeit ist, die mich so leidenschaftlich macht. Wenn man nur eine Fantasie hat, eine Fantasie, die man für unerreichbar hält, verbringt man viel Zeit damit, sie zu verfeinern. Wie ein Bildhauer, der an einer Statue herummeißelt in der Hoffnung, die im Granit verborgene Perfektion zu finden. Es spielt keine Rolle, wie oft sie die Ventile heimlich mit ihren Händen lockern. Das hält die Fantasie nur unten. Es zerstört sie nicht. Es kann sie nicht zerstören. Sie gewinnt nur eine weitere Komponente hinzu. Vielleicht ist es eine weitere Viertelstunde der Folter. Oder ein weiterer Schrei. Vielleicht ist es ein anderes Werkzeug, das dem Set hinzugefügt wird. Wenn die Fantasie zum Kochen kommt, ist sie zu komplex, als dass sie allein durch Gedanken befriedigt werden könnte. Sie müssen sie in Fleisch verwandeln. Warmes, befriedigendes Fleisch. Und das habe ich getan, Mr. Stanfield. Das habe ich wirklich. Um ehrlich zu sein, ging es mir nicht so sehr darum, meine Fantasie auszuleben, sondern vielmehr darum, herauszufinden, ob ich es in mir hatte, sie auszuleben. Es lag keine Würde darin, mich mit dem Gedanken an Gewalt zu vergnügen.
sondern nur darin sagen zu können, dass ich den Mut hatte, das Einzige zu tun, was meinem Leben einen Sinn gegeben hatte. Und heute vor einem Jahr habe ich bewiesen, dass ich diesen Mut hatte. Meine kleinen Indiskretionen gehörten der Vergangenheit an. Ich war geduldig, wie ein Krokodil. Ich spielte das lange Spiel. Ich brachte Emily mit der Zeit dazu, mir wieder zu vertrauen. Ich ließ zu, dass sie sich in meiner Nähe wohlfühlte. Und sie ließ ihre Vorsicht fallen. Sie war auf dem Weg von der Schule nach Hause, bis ich endlich die Chance ergriff und den ersten Schritt machte. Ich hatte im Voraus eine alte, abgewetzte Hütte im Wald ausgesucht. Ich warf eine Wollplane aus und bereitete einige Fesseln vor. Ich zündete sogar ein paar Kerzen an, um einen romantischen Effekt zu erzielen. Mehr für mich als für sie, zugegeben. Emily war zunächst ängstlich, aber es gelang mir, sie zu überreden, mit mir die kleine Hütte zu besuchen. Die Tür war hinter uns geschlossen und verriegelt, bevor sie überhaupt die Waffe in meiner Hand sah. Aber als sie sah, war sie ein braves Mädchen und schrie nicht. Ich muss allerdings sagen, dass ich darüber ein wenig enttäuscht war. Ich bin kein Pornodarsteller, also werde ich nicht mit den Details meiner Tat prahlen. Ich bin mir bewusst, dass es pervers ist. Aber der Wind draußen spielt kaum eine Rolle, wenn man ein Hurrikan ist. Mein ganzes Leben war Perversität versteckt und weggeschlossen. Und Emily war das Ventil für diese Perversität. Ein Teil von mir glaubt, dass ich sie nur geliebt habe, weil sie bequem war, weil sie zugänglich war. Ich benutzte einen Hammer, ein Messer, eine Zange und eine Bohrmaschine. Das Ganze war chaotisch, als ich erwartet hatte. So viel Blut, so viel andere Dinge. Alles in allem hat es ein paar Stunden gedauert, bis sie endlich starb, was bewundernswert war, denn sie hat mir nie meinen Spaß gegönnt. Emily war so ein starkes Mädchen. Sie sollten stolz auf sie sein, Mr. Stanfield. Zu meinem eigenen Stolz möchte ich sagen, dass ich sie nicht gefickt habe, bevor sie starb. Ich konnte mich nicht dazu durchringen, diese Grenze zu überschreiten, weil ich wusste, dass ihre Augen mich dabei beobachten würden und der Gedanke daran widerte mich an. Sie starb, soweit ich weiß, als Jungfrau. Als ich mit ihr fertig und die Euphorie verflogen war, dämmerte mir, was für eine schreckliche Sache ich getan hatte. Mein Vergnügen verwandelte sich in Abscheu und all die Süße, die in mir war, während ich sie tötete, wurde sauer. Mir wurde klar, dass ich nicht dazu bestimmt war, ein Mörder zu sein, dass es nicht zu mir passte, dass mich der Gedanke, jemandem das Leben zu nehmen, abgesehen von der vorübergehenden Freude an der Tat, abstieß. Ich war ein Phantast, der einen schrecklichen, schrecklichen Fehler gemacht hatte, der einem vielversprechenden jungen Mädchen das Leben kostete. Wenn es da draußen einen großen Plan gibt, von dem wir alle ein Teil sind, dann konnte ich spüren, dass das, was ich getan hatte, eine Abweichung von diesem Naturgesetz war. Ich war angewidert von der Tat und von mir selbst. Dieses kleine Experiment war völlig nach hinten losgegangen. Ich war sowas von überfordert. Nachdem ich die erste Welle der Angst und Panik überwunden hatte, zerlegte ich Emilys Körper in kleinere Stücke, die leichter zu tragen waren. Ich nahm alle Teile, wickelte sie in die Wollplane ein und verbrannte sie mit Feuerzeugbenzin im Wald. Danach vergrub ich das Bündel aus verkohlten Knochen und Asche und wünschte, ich hätte das alles einfach vergessen können. Emily zu töten und die Dinge zu tun, die ich ihrem Körper angetan habe, waren keine Taten des Mutes. Das habe ich im letzten Jahr erkannt. Es waren Taten der Besessenheit und der Feigheit, eines Menschen, der nicht stark genug ist, seine dunklen Triebe zu überwinden. Ich wurde von Schuldgefühlen geplagt, umgeben von Erinnerungen an das Leben, das ich genommen habe und niemals zurückgeben kann. Deshalb habe ich beschlossen, Ihnen aus Höflichkeit mitzuteilen, dass ich beschlossen habe, ein anderes Leben zu nehmen. Mein eigenes. Alles, was ich jemals sein kann, ist eine Gefahr für die Menschen um mich herum. Eine Zeitbombe, die explodieren und andere Unschuldige verletzen wird.
Das einzig Uneigennützige, was eine Person in meiner Lage tun kann, ist, mich selbst aus dem Spiel zu nehmen. Es tut mir leid, was ich Emily angetan habe. Ich erwarte nicht, dass sie mir verzeihen und ich glaube auch nicht, dass ich es verdiene. Ich hoffe nur, dass sie damit einigermaßen abschließen und weiterleben können. Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen. Nachdem ich diese schreckliche E-Mail gelesen hatte, hatte ich stundenlang geweint. Ich habe nicht so heftig reagiert, weil ich glaubte, dass der Mörder meiner Tochter mich kontaktiert hatte, sondern mehr, weil ich das Gefühl hatte, dass jemand meiner Familie einen schrecklichen Streich spielt, nachdem wir ohnehin so viel durchgemacht hatten. Und das ausgerechnet am Jahrestag des Verschwindens unserer Emily. Ich habe es weder meiner Frau noch meinem Sohn gezeigt. Ich konnte es nicht ertragen. Ich trug das Kreuz einfach selbst und machte ein tapferes Gesicht für sie. Denn ich wusste, dass der Jahrestag für uns alle schwer war. Ich wollte nicht zulassen, dass das Monster am anderen Ende der E-Mail meine Familie zerreißt. Aber an diesem Morgen hörte ich zwei mächtige Knalle aus Josephs Schlafzimmer ertönen. Als seine Mom und ich die Tür aufgebrochen hatten, war es bereits zu spät. Er hatte irgendwie eine Waffe in die Hände bekommen und zwei Schüsse abgefeuert. Einen durch seinen Laptop und den anderen durch seine Stirn. In Anbetracht dessen frage ich euch alle noch einmal: Glaubt ihr an Zufälle?